Ja, willkommen zurück zu Let's Play Mystic Quest. So, wir sind hier im vierten Stockwerk, glaube ich, des dunklen Turms. Super Magietrank will ich gar nicht haben. Ich will Schlüssel haben. Geht's hier irgendwo weiter? Nö. Ja, dann gehen wir mal nach unten. Könnten da auch gleich nach oben flitzen, will ich aber noch nicht. Ich will erstmal gucken, was hier so gibt. Und wie wir sehen, es gibt hier gar nicht viel. Aber hier gibt es Betten und wir können uns in ein Bett legen und einfach mal ein Nickerchen machen. Marci passt auf uns auf. Wir speichern mal. Ist so eine geile Gewohnheit, dass man mal speichern muss. Ja, und da es hier nicht weitergeht. Verdammt. Ja, da es hier nicht weitergeht. Ich mache nochmal die Karte auf, um sicher zu gehen. Ja, mehr gibt's hier nicht. Gehen wir mal einfach nach oben. Und kommen hier hin. Ah, hier ist wieder ein Rätsel. Hier muss man auch wieder völlig aufpassen. Und zwar zum einen muss man die Bäume wegrasieren. Und zum anderen die Gegner vereisen. Problem: Marci ballert wie ein Kaputter, wie ihr seht, und kann unsere Gegner auch schön mal zerstören. Aber, ha, wir waren schneller diesmal und haben es geschafft, das Ganze zu öffnen. Super. Brauchen wir also nicht wieder 5 Jahre. Ja, toll. Ihr merkt schon, wir... Ach, Juwelen hier. Wer braucht denn noch Juwelen? Wir sind jetzt im dunklen Turm. Genau, super Magietrank ist gut. Vielleicht werde ich das ganz schnell mal ordnen hier. Das ist hier S-Magie. Kannst du hier um. Ja, ich brauche Schlüssel. Ich brauche unbedingt Schlüssel. Opale brauche ich auch nicht mehr. Opale gibt es ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt hatte. Ich hatte mal Opale bekommen beim Leveln. Ziemlich cool. Verschlossen. Jetzt brauche ich schon den nächsten Schlüssel. Ich muss mir Schlüssel besorgen, auf jeden Fall. Das werde ich dann noch bald machen. Glücklicherweise gibt es auch in den kommenden Leveln noch diese Skelette, sodass man immer im Level, wenn, egal ob man zurück kann oder nicht, sich noch Schlüssel besorgen kann. Wandul wird bald fallen. Unsere letzte Hoffnung liegt in der Höhle bei den Wasserfällen. Hoch lebe Wandul und unser Kind der Hoffnung. So, ich brauche mal kurz den... Stern. Ja, Wandul ist das Böse gewesen. Das Kind der Hoffnung ist bestimmt Julius gewesen, nehme ich mal an. Unsere Gemma-Retter haben damals gesiegt. Karte. Hier gibt es nur 2x2. Und wir kommen jetzt, ja, zum Boss, zum Dach und werden mal den Boss besiegen. Ich nehme mal Zeus Axt und schau mal, was hier für ein Boss kommt. Ein kleines Vögelchen, lächerlich. Mit unserer Levelstärke von 98 und bald auch noch 99, das heißt fast perfekt, ist das natürlich kein Gegner. So, schon ist er besiegt. Wir wissen auch, Garuda bezogen. Das war Garuda. Ah! Der Kreis schließt sich. Das war also gar nicht diese Chimäre vorhin. Gut. Garuda besiegt und der Turm stürzt ein. Raus hier. Schnell. Ja, wir könnten zurückgehen. Wollen wir aber nicht. Sondern wir wollen jetzt nach links. Der Turm stürzt ein. Wenn man clever ist, nimmt man die Lebensenergie, rüstet sich nochmal auf und fragt den Marci. Warum? Das werdet ihr gleich sehen, warum man es jetzt noch machen sollte. So, wir gehen hier über eine Brücke. Der Sturm stürzt ein und wir sind hier an einer bekannten Stelle. Wo sind wir denn? Wo ist das? Das werden wir gleich sehen. Oh nein! Ich werde für dich und springe. Klappt das? Dann aber schnell. Ja, Marci wirft uns rüber. Ich hoffe, das war nicht zu laut. und jetzt los, Marci! Du musst die Welt retten, du unsere einzige Hoffnung. Was redest du da? Komm schon!
Ich kann nicht springen. Was? Ich bin geschaffen, um hier zu bleiben. Marcy. Wieder jemand, der uns verlässt. Bis bald. Irgendwann. Ja, Marcy geht erneut mit dem Turm unter. Schon traurig irgendwie, auch wenn er nur ein Roboter war. Aber er hat ja menschliche Regung gezeigt. Und wir sind wieder oben. Und zwar am Schloss. Wenn ich nur wüsste, wie es nochmal hieß. Ja, egal. So, wir kommen am Wasserfall an. Und jetzt können wir ihn nicht mehr steuern. Aber ist er jetzt automatisch zum Wasserfall gegangen. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Ja, der Wasserfall hat sich auch bei uns umgekehrt. Und wir werden nach oben gegeben. Deswegen kommen wir auch nicht mehr zurück. Wir sind jetzt oben am Wasserfall angekommen. Und noch eine, die wohl mit Abstand beste Musik überhaupt geht weiter. Ich liebe diese Musik. Herrlich. Wir sind an einem Schloss oder was auch immer sein muss angekommen. Und das ist ein Labyrinth, das kann ich jetzt vorwegnehmen. Ich hoffe, ich werde mich noch dadurch. Und diese Samurai sind auch ganz wichtig, deswegen werde ich die auch öfters mal suchen. Warum? Zeichnen. Und diese Viecher. Und zwar, wenn wir jetzt schon wieder ganz viel Glück haben. Ja! Da freue ich mich gerade. Normalerweise geben die super Magietränke, aber wenn man volle Tasche hat, das heißt nichts aufnehmen kann, aber man kann Waffen aufnehmen, kriegt man den Samurai-Helm. Ja, dass er auch gleich am Anfang kommt, ist natürlich ein Riesenglück und freut mich total. Das spart mir Zeit bei den Videos. Und ihr seht, mit dem Drachen, Quatsch, mit dem Samurai, Helm haben wir 158 Verteidigungspower. Und es gibt auch noch eine Samurai-Rüstung und es gibt auch ein weiteres Schild. Das kommt aber erst am Ende. Ich hoffe, das gibt es auch nur bei einem Gegner. Bei einer Gegnerart. Die Samurai geben auch noch ein. Oh, jetzt werde ich versuchen, Schlüssel zu bekommen. So, das mache ich auch gleich mal. Lebensenergie. Ja, es war wieder so ein schöner Vorführeffekt. Hätte eigentlich... Aber ich bin nicht doch nicht voll gewesen mit den ganzen... Ah, ist egal. So. Oder doch? Nein. Egal. Ich werde jetzt mal ein bisschen hin und her gehen. Ich hoffe, das ist leider sehr langweilig. Und will, dass diese scheiß Skelette eine Kiste fallen lassen. Dass ich mindestens... Eigentlich brauche ich zwei Schlüssel. Da ist einer. Einen Schlüssel haben wir schon. Sehr gut. Also vier weitere Schlüssel. Und... Ich werde einfach normal machen. Ich brauche Schlüssel, ja. Vielleicht brauche ich auch nur einen. Mir aber Wurst. Ich sich so Sicherheit halte, hole ich mir jetzt noch einen. Was das Gute an dem ganzen Sache ist, wenn man einen Gegner im Abschnitt leben lässt und wieder zurückkommt, sind auf immer wieder alle da, mehr oder weniger. Deswegen kann man auch beim Leveln, wenn man eine Karte hat, wo viele Gegner sind, den Großteil töten, zur nächsten Karte, dort am besten auch viele Gegner haben und ja, einfach hin und her wechseln, das ist auch eine Art zu leveln. Ist natürlich langweilig, das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber, na, wenn man das Spiel geradlinig durchspielt, wird man das Level von 99 natürlich nicht erreichen. Deswegen, man muss zwischendurch leveln, wenn man es dann wirklich haben möchte. So, jetzt lass doch mal noch eine... Liegen hier eine Kiste. Oh, sie wollen es nicht. Oh. Los. Ja, ich hoffe, das mit den Samurai klappt auch schneller nachher, so wie mit diesen anderen Viechern da, die ich allerdings nicht, wo ich jetzt mir keinen Namen wirklich weiß oder ausgedacht habe. Da ist wieder eine und jetzt haben wir wie viele Schlüssel haben wir? Ich glaube, wir haben genug, ne? So, zack. 4, 8, 11 Schlüssel haben wir. Sehr gut, das sollte reichen, meines Erachtens. So, hier, Samurai, gib mir was. Bam! Nein, gibt er mir nichts. Ja, viele Sachen sind verschlossen, deswegen brauche ich auch diese Schlüssel. Und es gibt, wie gesagt, viele Irrwege. Warum? Das zeige ich euch gleich. Ich glaube, hier kommt nämlich so ein Ding.
Nee, wieder VfL-Effekt. Aber vielleicht kommt hier eine Rüstung. Nee. Egal, Karl. Weiter. Es gibt hier nämlich so eine genannte Beamstation. Nein, wir sind hier noch. Wir kommen schon zum ersten Boss. Diesen Drachen. Hatten wir ihn schon mal? Keine Ahnung, wir machen ihn erstmal platt. Hier gibt es mehrere Zwischenbosse, wenn man es denn so will. Zwischengegner. Hauptgegner, die man fertig machen muss. Jetzt überlege ich gerade, ob wir den schon mal gesehen haben. Nee, ich glaube nicht. Ich verwechsel das jetzt schon wieder mit irgendetwas. Los, hau zu, Junge. Ja, der ist nur am Kopf empfindlich, aber wir sind schon ziemlich stark und brauchen uns nicht verstecken. Und besiegen den Drachen. Und hier, erstens, hier gibt es so überall so eine Beam-Plattform, die uns an verschiedene Orte beamen. Deswegen heißt es ja Beam-Plattform. So, ich gehe mal kurz zurück, weil auf der anderen Seite dann immer diese Samurais sind. Und ich will eine Kiste haben. Aber das werden wir jetzt im Laufe hoffentlich irgendwann hinkriegen. Samurai-Helm haben wir ja schon. Was mich ja immer interessieren würde, wenn man so einen Samurai-Helm verkaufen könnte, was der bringen würde. Leider, glaube ich, gibt es davon keinen mehr. So, wir haben eine Kiste. Ich hoffe, unsere Sachen sind voll. Ne, da haben wir einen. Oh, die geben einen Elixier. Das ist natürlich auch super geil. Aber ich will natürlich eine Rüstung haben. So, wir haben 3 Elixiere. Ja, eigentlich schon. Nulli brauchen wir eh nicht. Wir sind stark genug. Und wir müssen uns hier irgendwie durchwurschteln. Ich weiß nicht, ob ich es noch gut in Erinnerung habe. Ja, hier, diese. Das sind auch so eine Beam-Plattform. Und die führen kreuz und quer. Man kann natürlich die Karte benutzen. Ich versuche mal, mich so durchzukämpfen. Weil ich keinen Bock habe, hier dauernd auf die Karte zu gucken. Ich glaube, weiß nicht, ob wir jetzt richtig waren. Los, Samurai, gib mir eine Kiste. Gib mir eine Kiste. Nein. Ihr gebt mir 2 Kisten. Los, hab. Eigentlich brauche ich bloß eine. Nö, geben sie mir nicht. Die Säcke. Ja, wenn ihr mal alleine hier seid, könnt ihr das Ganze auch gerne mal erkunden. Ich will es nicht mehr erkunden, weil ich es schon mal hatte. Als ich mich hier durchgebuschelt habe, wenn man sich verläuft, ist das echt nervig. Ich hoffe, ich bin auch auf der richtigen Fährte gerade. Das kann ich noch nicht mal mit 100%iger Sicherheit sagen. Los, Samurai. So, wichtig ist immer, ihr seht im Hintergrund, hinter den Bäumen, ich zeige schon wieder auf dem Bildschirm, aber das ist natürlich Quatsch, seht ihr gar nicht. Solch eine Szene kommt öfters mal und hinten, je höher wir kommen, desto richtiger sind wir. Das heißt, wenn wir nachher nochmal hochgehen und noch höher kommen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Los, gib mir eine Kiste. Nein, gibt er mir nicht. So, das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber wir müssen noch weiter. Gib du mir eine Kiste. Gib deine nicht. Ihr gibt mir eine Kiste. Los, hopp, hopp, hopp. Ja! So, und dann kommt öfters mal, du kannst dich nochmal tragen und immer öfters gegendrücken und dann kriegt ihr die Samurai-Rüstung, so wie ich jetzt. Und wir gucken uns die Samurai-Rüstung an. Und haben nochmal 10 Verteidigungspunkte mehr und liegen jetzt bei 178 Verteidigungspunkten. Fehlt uns nur noch ein neues Schild und das legendäre Schwert Excalibur. Ja, deswegen brauchen wir auch gar nicht mehr hier großartig. Ja, schön verarscht wurden wir. Oder wurde ich. Und ich sehe schon, ich kann nicht mehr weitermachen. Ja, schön wieder beim Drachen rausgekommen. Schön im Kreis gegangen. Tolle Wurst. Gehe ich einfach mal hier lang. Wie viele Sekunden? Ein paar Sekunden habe ich noch. Ah, hier sind wir auf jeden Fall gut. Hier ist verschlossen. Ha! Gut, die Erinnerung kehrt zurück. Schlüssel. Und ich mache hier an dieser Stelle Pause und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!